Mahlzeit! Ich bin's, euer Tigger, und es ist mal wieder Dienstag. Das heißt, es ist Zeit für Mittelalter am Dienstag. Meinem Mittelalter-Format hier auf meinem Channel, wo es immer dienstags die schönen Mittelalterberichte gibt. Ha, deswegen Mittelalter am Dienstag. Macht schon Sinn. Heute, da ich irgendwie nicht ganz so viele Neuigkeiten habe, ich bin ehrlich, aber Himmelfahrt vor der Tür steht, wo ein paar schöne Märkte anstehen, werde ich euch mal drei dieser Märkte hier ein bisschen zeigen, euch sie geschmacklich näher bringen, euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, damit ihr wisst, was da auf euch zukommt und vor allem, was ihr da sehen könnt, was ihr da für Musik hören könnt, weil Musik ist ja wichtig, macht Spaß. Jedenfalls fangen wir an. Es gibt drei Märkte, die ich euch zeigen will. Welche das sind, werdet ihr jetzt sehen. Über Himmelfahrt, sprich vom 30. Mai bis zum 2. Juni, findet dieses Jahr mal wieder das Mengeder Gaudium statt. Wie seit vielen Jahren schon, und ich werde definitiv wieder hinfahren. Ich war ja schon als Aktiver, als Musiker da, ich war auch schon ein paar Mal als Besucher da. Ich habe auch schon das ein oder andere Video zum Mengeder Gaudium gemacht, genauso wieder auch zum Festival, was da stattgefunden ist. Hatte da auch ein Interview mit den Veranstaltern, die auch das Mengeder Gaudium natürlich jedes Jahr veranstalten. Das Video mit, das Interview werde ich euch nochmal in die Infobox reinschreiben. Es ist im Volksgarten Dortmund-Mengede. Mengede hat einen eigenen Bahnhof, wer mit der Bahn kommt, muss dann entweder in Essen oder in Dortmund in die S-Bahn umsteigen, wenn man mit einem normalen Zug fährt, und von dort aus fährt ein Shuttlebus bis zum Volksgarten. Und wenn man da, man kann da auch parken, aber ich empfehle wirklich allen, irgendwie stadtnah zu parken und dann mit dem Shuttlebus zu fahren. Da hat man es ein bisschen einfacher. Jedenfalls Dortmund-Menge, da kommen wir darauf zu sprechen, ist ein kleiner Markt. Das Schöne daran ist, Eintritt ist for free. Das heißt, man zahlt 0 Euro Eintritt. Dafür kann man halt ein bisschen mehr an Geld ausgeben für die Stände, fürs leibliche Wohl. Man kann sich was zu essen, zu trinken holen. Für die Kinder ist es dann natürlich, gibt es da immer was Schönes. Es gibt Musik, aber auf die Künstler werde ich gleich nochmal eingehen. Dortmund-Mengede, der Markt, das Mengeder Gaudium, ist ein Markt, den ich jedem ans Herz legen kann. Das ist herzlich mit Rittern, mit Darstellern aller Art und natürlich auch mit jede Menge, ich sag mal, Ständen, die man auch auf den großen Märkten findet. Aber Dortmund-Mengede ist jetzt kein kleiner Markt. Der Volksgarten ist schon groß. Ich werde, wie gesagt, das Mengeder Gaudium hier unten auch nochmal verlinken, schaut euch mal die Karte an. Aber jetzt kommen wir zu den Musikern, die da spielen. Es spielt der Bade des Phonikus, der spielt an allen Tagen. Dann spielt Emscher Flute, spielen auch an allen Tagen. Fafnir, die Band, spielt donnerstags, freitags und samstags. Ich muss hier unten gerade mal ablesen. Dann spielt Verus Viator, eine meiner Lieblings-Live-Bands. Hatte ich ja auch schon vor der Kamera gehabt im Interview. Verus Viator spielen auch alle Tage. Das heißt, ich werde Verus Viator auf jeden Fall sehen, egal an welchem Tag ich da bin. Freue ich mich. Dann die Pummelelfen. Liebe Grüße an euch beiden. Der Name ist Programm, Entschuldigung, sage ich jedes Mal. Ja, die Pummelelfen hatte ich auch zum Interview schon mal gehabt, auch in Mengede sogar. Machen zwei Damen, mit eine mit Laute, die andere mit Schellenkranz manchmal. Ich weiß nicht, ob da auch diesmal Ersatzelfen mit dabei sind. Aushilfselfen hat man mal bei den Pummelelfen. Jedenfalls machen schöne, lustige Musik. Ja, kann man sich anhören, ist immer spaßig. Dann spielt Frevel auf. Frevel spielt donnerstags, samstags und sonntags. Frevel hatte ich auch schon mal zum Interview gehabt. Auch sehr nette Jungs. Da gab es auch mal ein lustiges Interview mit einem von Frevel, einem von Verus Viator. Ich werde alles unten in der Infobox verlinken dazu. Die ganzen Interviews. Schaut es euch mal an. Waren auf jeden Fall spaßig. Dann Raclan Folk Music. Sagt mir jetzt noch gar nichts. Spielen alle Tage, heißt, ich werde sie definitiv sehen, egal an welchem Tag ich da bin. Und die Habenichts machen sehr viel Spaß. Habe ich auf dem Festival gesehen da unten. Die Habenichts machen immer Spaß. Die spielen wohl nur freitags und samstags. Das heißt, da müsst ihr schauen, wenn ihr freitags oder samstags da seid, wenn ihr die Habenichts sehen wollt. Dann spielen Brisinga. Brisinga sind eher ruhiger, da hat mein Computer gerade Sound gemacht. Brisinga spielen sind etwas ruhiger.
Ich werde alle Bands unten in der Infobox verlinken, die beim Menge da Gaudium spielen. Das heißt, ihr könnt es euch ja selber nochmal anschauen. Illicis Diaboli. Wenn ich mich nicht irre, waren das die Mittelalter-Rocker, die ich gesehen habe. Schaut euch, ich habe es auf jeden Fall gesehen. Ich weiß noch nicht, ob das die Mittelalter-Rocker. Doch, sicher, das waren die Mittelalter-Rocker, natürlich. Oh, ich habe sie nicht mehr alle. Schaut euch an. Illicis Diaboli spielen wohl nur donnerstags und samstags. Muss man mal gucken, an welchem Tag man da ist. Dann ist noch Kerstin und Sepp, Gaukler und Kinderbespaßung da. Ja, Tan Daniel ist natürlich wieder da, der Geschichtenerzähler oder Geschichtenweber. Geschichtenweber. Immer ein nettes ihm anzuschauen, wenn man sein Bierchen in der Hand hat. Man schaut ihn an und hört ihm zu, macht immer Spaß. Und was Lagata, eine Märchenfrau, spielt. Märchenfrauen für Kinder, für Erwachsene. Immer schön anzusehen. Schaut euch die Lager an, schaut euch die Rittersleute an, gebt fleißig Geld aus, was ihr am Eintritt spart. Sorgt dafür, dass Menge da Gaudium mal wieder ein riesen Erfolg wird. Menge da Gaudium ist, wie gesagt, einer meiner Lieblingsmärkte, wenn nicht sogar mein Lieblingsmarkt. Ich bin gerne da, Volksgarten zu Menge da. Meistens ist auch gutes Wetter, wenn ich da bin. Einmal mussten wir früher abreisen wegen schlechtem Wetter. Letztes Jahr war es mir viel zu heiß, da konnte ich nicht lange bleiben. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Das Mengener Gaudium, wie gesagt, vom 30.05. bis zum 2.06. immer ab 12 Uhr geöffnet, beziehungsweise am Sonntag sogar ab 11 Uhr. Ach, am Freitag ist es erst ab 16 Uhr auf sich, Gott, weil Freitag ist halt ein Arbeitstag am 31. Zum Glück habe ich das Internet hier vor mir am Tisch und kann euch da die Zeiten genau sagen. Jedenfalls Dortmund, Mengeder Gaudium. Schaut es euch an, ich werde alle Bands und den Veranstalter alles hier unten in die Infobox packen, damit ihr es nochmal genau nachlesen könnt. Zur selben Zeit findet in Xanten das Siegfried-Spektakel statt, wo ich auch schon war. Xanten, eine wunderschöne Stadt. Wer noch nicht da war, immer eine Reise wert, ob es jetzt zum Mittelaltermarkt ist oder nicht. Jedenfalls beim Siegfried-Spektakel spielen unter anderem Tanzhut, Sensex, Forzarello, das Gaukler-Duo. Ich muss gerade mal ablesen. Es ist auf jeden Fall jede Menge Spaß zu bieten. Don und Doria spielen, glaube ich, auch da. In Xanten gibt es für Jung was, für Alt was. Das ist ein Markt, den ich eher so in Richtung MPS immer so sehe, vom Aufbau her, weil es ist wirklich Fantasie, es ist riesengroß, das Gelände ist wirklich groß. Als ich das erste Mal da war, dachte ich mir so, ja, sieht so den Markt, das ist halt klein, aber es geht nach hinten ewig lang weiter und hat eine große Bühne, dann eine kleine Bühne noch hinten raus. Letztes Jahr war eine Hüpfburg für Kinder, da so eine Burg, so Mittelalter. War das ein Drache? War da die Burg oder war da der Drache? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nämlich gerade echt nicht mehr. Da gibt es die ein oder andere leckere Taverne, wie überall natürlich auch. Wenn ihr in Xanten seid und euch das mal anschaut, wenn ihr von weiter her kommt, schaut euch aber auch die Stadt an. Geht ins Freilichtmuseum, wenn es auf hat. Ist das ein Freilichtmuseum? Ja, geht da hin und schaut euch alles an, Xanten. Wunderschöner Ort. Ich war letztes Jahr mit Manuel da und da haben wir einen leichten Umweg gemacht. Wir sind einmal um dieses Gelände rum des Museums oder der Burganlage da. Wir haben einen Zug verpasst. Wir hätten fast den letzten Zug verpasst. War zum Glück, haben wir es hinbekommen. Jedenfalls Xanten Siegfried-Spektakel. Werde ich euch auch nochmal in die Infobox reinschreiben. Geht hin, habt Spaß. Und in Rastede gibt es auch noch das MPS über die Zeit. Man kann ja überall hin. 4 Tage. Man kann zuerst dahin, dann dahin und dann dahin. Ja, MPS kennt wahrscheinlich jeder von euch da draußen. Auf dem MPS gibt es alles. Auch das, was es auf normalen Mittelaltermärkten nicht gibt, weil MPS steht ja nicht für Mittelalter, sondern für mittelalterlich Fantasie-Spektakulum. Und wer da unter anderem spielt, ich lese es gerade mal vor. Saw Patrol, Rapalje, The Dolmen, Commis Vagantes, kenne ich nicht. Oder Grand Wagon, keine Ahnung, wer das auch kommt. Walkout, Weltenkrieger,
Forgotten North und Heavysaurus. Oh mein Gott, Heavysaurus spielen da, ich freue mich drauf. Fiddler's Green, letzte Instanz, also wir sind jetzt am Freitag. Fiddler's Green, letzte Instanz. Saw Patrol, Rapalje, The Dolmen, nochmal Commons, Waggons, Commons, Kams, Waggons, keine Ahnung. Weltenkrieger und Harmony Glen. Am Samstag wird es ein bisschen mehr an Musik, da spielt, gar nicht mehr, es sind nur andere Bands. Saltatio to Mortis, Fersengold, Knasterbart, Mr. Hurley und die Pullwaffen, Saw Patrol, The Banished Privateers, Kultus Ferox, Weltenkrieger und McCabe und Kanaka. Und kommen wir am Sonntag, am Tag, wo meistens nicht ganz so viel los ist, deswegen spielen da auch nur sechs Bands. Mr. Hurley und die Pullwaffen, Saw Patrol, The Banished Privateers, Kultus Ferox, Heavysaurus und McCabe und Kanaka. Ja, MPS, immer eine Reise wert, würde ich behaupten, aber an diesem Wochenende ist für mich in erster Linie das Menge der Gaudium angesagt. Vielleicht fahre ich nach Xanten und gucke mir Tanzhut an, wenn ich das zeitlich schaffe, weil am Sonntag bin ich nämlich auf KISS-Konzert in Essen, das heißt sonntags ist für mich dann eher, der fällt schon mal flach, wenn dann eventuell Menge dann noch mal vorher bei Essen, Dortmund ist nicht ganz so weit. Ja, aber auf welche Märkte fahrt ihr? Würde mich interessieren. Seid ihr über Himmelfahrt überhaupt weg? Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr seid. Vielleicht seid ihr noch auf einem ganz anderen Markt. Macht Werbung für euren Markt. Haut in die Kommentare. Schreibt, was das Zeug hält. Ja, jetzt wisst ihr so ein bisschen, was über Himmelfahrt ansteht. Sei es das MPS, sei es das Siegfried-Spektakel oder sei es das Menge der Gaudium. Es gibt natürlich noch viel mehr Märkte, die ich jetzt aber alle nicht nennen kann. Dafür werde ich euch das Marktkalendarium nochmal in die Infobox reinschreiben, damit ihr wisst, wo ihr hinfahren könnt. Da gibt es auch noch andere Märkte, die da drin stehen. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten rein, wenn ihr auf einen anderen Markt geht, lasst es tut kund, sagt, was ihr macht. Und wenn ihr mehr solche Videos haben wollt zu Mittelalter, ich werde nicht nur berichten, wo was ist, sondern ich werde mir auch Mittelalter-CDs anhören und euch sagen, wie sie waren. Ich gehe selber auf Märkte, mache dafür euch Berichte oder wenn ihr was zum Einschicken habt, was ich zeigen kann, zeige ich gerne. Wenn ihr so weitere Mittelalter-Videos, die jeden Dienstag hier rauskommen, haben wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir auch gerne ein Like da lassen. Und ansonsten schaut euch noch ein paar andere Videos an, wie immer, ne? Und dann würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein!